Und damit herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2, zum Add-on Going East, zum vorletzten Part auch gleichzeitig. Ja, und es gibt zum Glück auch einen Auftrag, denn wir fahren dann jetzt hier mal, zum Glück haben wir einen bekommen bei Fairkamp, weil die anderen Firmen wären ja außerhalb gewesen, und fahren jetzt nun hier von unserem Standort, wo wir das letzte Mal gefahren sind, von Kosice in der Slowakei, jetzt auch rüber nach Ungarn. Und zwar nach, wie heißt der Ort? Debrecen in Ungarn. Ja, für die Firma Fairkamp hier, Druckbehälter 15 Tonnen. Zur Firma Strackbar hier. Schwere und überladene Ladung und dringende Lieferung, ja. Das hört sich doch gut an, dann nehmen wir die mal. So, ich habe nämlich auch eben gerade wieder dafür geschlafen. Hat wieder ein bisschen gedauert, bis man da einen Auftrag bekommt. Aber jetzt haben wir ja Mittag und wir können los. Oh, ein Gabelstapler. Hilfe, was will der denn hier? Oh, das passt nicht. Da ist der Gabelstapler dran schuld. Das ist ja alles hier zugemüllt hier auf diesem Firmengelände. Das ist ja unglaublich. Ist aber nicht so toll. So. 173 Kilometer warten auf uns. Ja, dann machen wir uns jetzt mal. Na, blinkt denn der nicht? So, jetzt. Und hinüber. Auf geht's. Auf die Tour. Richtung Ungarn. Sind wir doch mal gespannt jetzt in das letzte Land, was hier verfügbar ist, was auch gleichzeitig ein neues Land ist, weil die anderen gab es ja schon. Polen, Tschechien und Slowakei gab es ja bereits schon, auch wenn Slowakei nur mit der Hauptstadt Bratislava vertreten war, aber die Städte gab es und Ungarn gab es eben noch nicht. Da gibt es halt jetzt diese Stadt, wo wir hinfahren. Wie heißt die nochmal? Debrecen und eben die Hauptstadt Budapest. Ja. Und nicht Kosice, sondern dieses Debrecen. Das hat eben eine Arbeitsagentur. Da müssen wir überhaupt erstmal sehen, wie fahren wir denn überhaupt. So, so, so. Fahren wir auch dran vorbei? Nee. Na gut, dann müssen wir halt so fahren. Ja. Müssen wir halt fahren. Bleibt halt kein anderer Weg dran übrig, weil wir wollen ja schon alle Arbeitsagenturen und LKW-Händler haben. Und es gibt ja jetzt nur noch eine Arbeitsagentur in Debrecen und eben einen LKW-Händler in Budapest. Ja, sehr gut aufgeteilt, liebe Ungarer. So, aber wie gesagt, beim LKW-Händler weiß ich nicht, was das für einer ist. Das muss einfach mal überraschen. So, oh, wir können mal gleich sofort losfahren, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch eben richtig gesehen, dass diese Straße am Ende zur Schnellstraße wird. Aber ziemlich am Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay, damit sind wir jetzt hier aus der Stadt heraus. Was ist denn hier los? Ein Stau? Warum hält der immerhin alles auf? Das ist aber nicht so vorbildlich hier. Ja, dann fahren wir mal. Oh, eine schöne Gerade. Ist da vorne schon der Grenzübergang? Wie sieht das aus? Weil der müsste eigentlich auch gleich kommen. Also laut der Karte. Seitdem ich bin so dumm und verschätze mich auf dieser Karte. Aber das weiß ich nicht. Was ich ja mal gesagt habe, verschätzen tue ich mich gern mit Höhen. Also wenn es jetzt heißt, ich müsste irgendwie einschätzen, wie hoch was ist. Ja, hier ist der Grenzübergang. Slowakei, Ungarn, Europäische Union, beides. Ja, ist mit Höhen irgendwie. Jetzt schätz mal, wie hoch ist das Gebäude. Ich würde mich da sowas von verschätzen. Und zwar, das hatte ich ja mal gesagt, ich schätze meistens irgendwelche Bauwerken, sei es jetzt irgendwie eine Kirche, sei es ein Gebäude allgemein, ein Wolkenkratzer oder was weiß ich. Ich schätze die zu hoch ein. Es ist immer so. Nicht zu tief, sondern immer zu hoch. Also ich mache die Gebäude höher, als sie sind eigentlich. Ist auch ein komisches Macke von mir, ich weiß auch nicht warum. So, da war wir am Rastplatz, so mit Teerich.
Ja, hier in Ungarn muss man ja auch aufpassen, weil die entwickeln sich ja mittlerweile auch ziemlich zu einer Diktatur. Kann man fast sagen, weil da wurden doch sehr viele Rechte in ihr Senat, Parlament oder wie man das da nennt, reingewählt. Also ich will jetzt nicht unbedingt hier unbedingt in Ungarn rein. Eigentlich. So, da war eine Tankstelle, eine grüne Tankstelle mal. Ach, hier ist auch wieder so eine kleine Teerfläche. Wir kommen ganz schön zügig hier voran. Eine grüne Tankstelle. Was ist denn grüne? Ja, BP, oder? Hat BP eigene Tankstellen? Doch, ich glaube schon, oder? Ja, BP müsste eigene Tankstellen haben. Soweit ich das weiß. Oh, ich habe den in den Vorfahrt jetzt genommen, oder? Ach du Scheiße. Ja, aber das ist auch unlogisch gemacht. Warum sind wir denn nicht auf der Vorfahrtsstraße? Sehr seltsam. Ja, Entschuldigung, lieber Duff. So, oh, da sind immer einmal wieder. Sehr schön. Und jetzt sind wir hier auf einer Schnellstraße. Habe ich doch richtig geachtet. Schnellstraße oder Autobahn? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt können wir ordentlich hier, gib Gummi. Ich hoffe, der Tank reicht noch, weil ich will jetzt nicht noch hier extra tanken, aber der wird hoffentlich noch reichen. Bis zu der einen Stadt, wo wir jetzt fahren und von da nach Budapest. Das wollen wir mal hoffen. So, ja, aber da kann man sehen. Also man braucht einen kompletten Tank dafür, um einmal durch die Goris-Region zu fahren. Debrecen, genau, und Budapest geht's nach da. Ja, dann ist das doch hier eine Autobahn. Ja. Ist das hier eigentlich eher so ein Zubringer und die eigentliche Autobahn beginnt jetzt da oben. Genau. Ja, es sieht doch schön aus. Nur in Polen bin ich halt, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, warum da so viele Landstraßen sind. Also Polen werde ich wohl meiden. Das sind ja hauptsächlich Landstraßen in Polen. Dabei ist Polen das, ich weiß nicht, Polen ist das größte Land, glaube ich, von allen, ne? Ja, und tanken hat kaum Autobahnen. Sehr gut. So, und oh, jeden Part muss ich mich an der Nase jucken. Das ist unfassbar. So, 70 Kilometer noch. 90 nur, warum das denn? Naja, solange jetzt hier kein Blitzer ist, ist ja. Ist in Ordnung, ich gucke ja schon. Ich habe auch vor kurzem diese Tour Nummer 40 war das, genau, als ich in Richtung Tunesien unterwegs war auf der Tuxem Map, wurde ich zweimal geblitzt, wobei nirgends ein Blitzer stand, mitten in der Wüste. Da habe ich mir auch gedacht, also. Kam mir auch leicht verarscht vor. Oh, jetzt habe ich gedacht, da war einer, aber da war gar keiner. Jetzt bilde ich mir auch schon was ein hier. So, die Bremsen. Fahren wir da schon mal hin. Da sind wir schon gleich fertig. Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn hier, wie schnell das geht hier. Die bremsen beide Fahrspuren. Ne, wir biegen aber ab, ja. Genau, wir biegen raus. Können wir auch mal auf der Karte gucken, genau. Achso, weil wir von da unten auch hinkommen könnten. Also. Ah ja, sehr gut. Gut zu wissen. Dann biegen wir mal ab. Mit Vollspeed hier in die Ausfahrt rein. Geht schon wieder diese seltsame Musik an hier.
Was soll diese Musik nur? Ist nur eine 8-Bit-Musik oder was das ist? Ich weiß auch nicht, was da sich die Macher einfallen lassen haben. In ihrer komischen 1.5.2-Version hier. Das habe ich noch nie vorher gehört. Das muss ist bestimmt mit diesem Patch mit Zoom kommen. Aber ich weiß nicht, kann mich auch einbilden, dass das schon früher gab, nur ich habe das nie irgendwie mitbekommen. Aber das ist ja wirklich nervig, diese Musik. So. Ach, da war jetzt ein Blitzer, super. Da, wo ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet hätte. Gut, und wir stellen uns mal wieder falsch an. Wir sind nämlich jetzt schon wieder auf der falschen Fahrbahn. Und warum uns da mal wieder einer rüberlässt. So, wir sind mal wieder so dreist. Und da kam eben das Schild, erster Aufenthalt in diesen Ort. Und wir werden jetzt kurz da zu diesen Fahrzeugen fahren. Was ist denn da los? Ja, wir kommen noch da an, mein Gott. Was soll denn das? So. Und los. Vorne müsste dann die Arbeitsagentur sein. Wir haben jetzt auch momentan ziemlich viel Pech, habe ich das Gefühl, mit den Ampeln hier in dieser Stadt. So. Na komm, fahr. Und da haben wir die Arbeitsagentur. So. Ach so, ach, das ist eine Brücke. Da müssen wir jetzt total kompliziert einfahren. Scheiße. Das wusste ich natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt halt ein bisschen kompliziert einfahren. Aber das packen wir schon. Dann fahren wir wenigstens auch mal hier ein bisschen durch die Stadt. Es geht ja auch darum, ein bisschen zu erkunden hier. So. Nichts. Gut. Jetzt sind wir auch noch. Jetzt fahr. Sehr gut, jetzt fährt der nicht. Ich werde wahnsinnig. So, wir müssen aber darüber. So. Ja, und dann hier rein. Wow, jetzt ist die Kamera total verrutscht. Und da rein zur Firma Strackbar. Hauptsächlich, da steht erstmal so ein unnötiger Pfeiler mitten auf der Fahrbahn. Ja, und damit haben die 184 Kilometer erfolgreich geschafft. Sehr gut. Jawohl, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und da geht es dann nach Budapest rüber in der letzten Part, an Ungarnfahrt. Ja, bis dahin wie immer und tschüss.